vergessen, Schärfe zu ziehen. Schärfe zu ziehen? Mir nichts sagen. Nicht vergessen, Schafe zu zählen. Ja. Okay. Mit den Arm ein bisschen. Okay. Und den Bundeskanzler Goldbarren zu Ehren von Helm. Ah! 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 Jetzt kann ich gar nichts mehr. Ich muss mal ganz kurz atmen. Atmen. Okay. Auch an den... Also ich werde es mir gleich besorgen, denn der hilft mir beim Schnippeln. Viel Spaß. Ich hab's gemerkt, ja. Okay. Geliebte Geschwister. Jetzt wird's richtig absurd. Hallo, Gehirn. Ein bisschen noch, komm. Sonntag, der 25.10. Annixe HD-Serie Nur Stefanie und Rapper. Was? Er hat dich gerade korrigiert, das war der 25.09. Scheiße, nochmal. Ja, nee, mach nicht. Ist egal. Also, Sonntag, der 25.09., da steht nämlich 10., deswegen sage ich's. Ah, dann was mal. Nur Stefanie und Rapper. Dranbleiben, gleich wird Hesne. Und so manch einem graust ist es schon. Hesne, ich komme da echt gerade nicht drüber, du. Der Winter steht vor der Tür, die erste Einkaufsstimmung, nein, die Weihnachtsstimmung, die Einkaufsstimmung. Entschuldigung. Ich hab's gleich. Ha. Geliebte Schwestern wird Ihnen präsentiert von Rapper. Nein, von der Münzengalerie Rapper. Das mit dem Einbruch? Aber mit den Weihnachtseinkäufen kann man gar nicht früh genug anfangen. Erledigen Sie das doch, Hessener, nochmal. Nun befindet sie sich in der Gewalt von Ext. Ich komme über manche Wörter nicht drüber, das ist so schwer zu sprechen. Fasching, lalalalala. Er glaubt, Wolfgang habe sie vergiftet, nachdem sie die Scheidung forderte. Doch die Ärzte machen eine ganz andere Feststellung. Scheiße. Notlandung kommt wegen der erwartenden... Fick! Ja, ich hab's einfach ignoriert. Moment, mein Fuß schläft ein. Ich muss mal eben... So, jetzt geht's wieder. Nein! Was? Hesne kenn ich ne! Denn hier versucht Tinker gerade ihrem Schwarm Frankie den Fallschirmspringer... Ich muss mich konzentrieren. Es geht nämlich jetzt gerade wieder weg. Das ist das Problem. Okay. Der 13-jährige Hanno ruft den Not... Hä, es geht schon wieder gut los. Mist. Bei der Rapper-Münzenshow gibt es heute Vormittag wieder spannendes... Am nächsten Sonntag zünden wir schon die erste Kerze auf dem Adventskranz. Hallo und herzlich willkommen... Charlie und Rubelli werden Zeugen, wie ein maskierter Täter einen Mann von einem Hochhausdach stößt. Bitte? Oh, sorry. Das Handy geht. Also, liebe Zuschauer, wir müssen warten. Das Handy unseres Kameramanns geht gerade. Das ist bestimmt die Oma. Ach nee, das war bei Sandro, die Oma. Unbekannte Nummer. 455-458. Geh nicht dran, die wollen Geld von dir. Ich hab Flugmodus an. Das ist Teleshopping. Du hast was gekauft. Das Alpha-Team, eine Gruppe auserwählter Ärzte und ihrer Helfer, arbeitet in der Notaufnahme der Hanse-Gresner-Männer. So manch einen graust es schon vom...
Hasener. So manch einem graust es schon vor ein Hasener. Genius verwöhnt sie vor dem Bett. Nun haben wir die Hasener. Genius verwöhnt sie heute wieder mit bezaubernden Shoppingangeboten wie den praktischen Nicer Dicer Hasener. Sehen Sie unter anderem mit Hasener. Ich verspreche Ihnen, wir haben ganz tolle Weihnachtsgeschenke. In einem Berliner Hotel. Erledigen Sie die Einkäufe für Ihr Hasener. Er will seinen Anteil aus einem Banküberfall von Hasener Mann. Haben Sie schon zu Mittag gegessen? Auch Christian Maywald freut sich bestimmt auf den Stress. Gute Unterhaltung bei für alle Fälle. Was? Nee, das ist doch nicht Stefanie. Das ist Helikops, ne? Helikops. Okay. Nochmal. Herr Elorzor, Gott, das muss ich mal kurz erst lesen. Ob sie diese aus Mäsen haben. Wenig später wird Peters Frau Karen von den Entführern zu einem Internetpaket. Internetpaket? Ist auch nicht schlecht, ne? Manchmal kommen da die härtesten Wörter raus. Doch manchmal gibt es auch unter den besten Freunden Streit. So auch bei geliebte Schwestern. Oh, shit. Ich hab meinen Vater gesucht. Der ist schon weggefahren. Also der musste wohin, glaube ich. Ah, sorry nochmal. Macht nichts. Markus Kampmann reist nach... Merkst du es? Ich hab keinen Empfang. Stefanie ist zwar kein... Und schon steht wieder Weihnachten vor der Tür. Wer noch keine Anregung für Geschenke braucht... Wer noch keine, also wer keine Geschenke braucht, der ist hier richtig. Jetzt stellen wir Ihnen wieder interessante Küchengeräte von praktischen Küchengeräten vor. Hä? Nein! Ja! Ja! Media Shot hier. Ist auch nicht schlecht. Mein Name. Die Moderatorin, die nicht schwätzen kann, das ist die Tanja. Die 13-jährige Miki wird mit einem... Ich bin schon lange bereit, nur für euch. Also Montag, der 10.10., einen Tag nach Rockos Geburtstag. Anixa HD-Serie mit nur Rapper. Ich habe Müsli gegessen. Ich glaube, das war keine gute Idee. Ich esse das immer noch. Als plötzlich ein maskierter... Daraufhin jagt ihn der neue Hubschrauber. Nein, die neue... Heute der Nicer Deischer... Der Nicer Scheißer. Der Nicer Deißer. La, la, la. Max Geldorf schlägt sich zwar wacker, aber er weiß kaum, wo ihm er kommt. Ich würde sagen, ich mach's nochmal. Ausgefallene Shoppingangebote wie der praktische Nicer... Oh, wenn man das so oft sagt. Eine Künstlerin, die dem Chef seine intimsten Wünsche von den Ohren abliest? Ja. Das ist geil. Okay. Angie freut sich schon darauf, ihn bei sich verpflegen zu können. Nicht verpflegen, sondern weiterpflegen. Die will den nur bekochen. Miriam traut ihren Augen nicht. Während sie im Krankenhaus auf ihre Mutter wartet, wird ihr Pop... Oh Gott, jetzt muss ich mal eben lesen, was das... Popidol-Aiman. Wird ihr Popidol-Aiman ein... Popidol. Ach so! Wie geil! Popidol klingt wie so ein Medikament. Ja, ich dachte an ein Medikament, weil Krankenhaus. Ja, ja. Wird ihr Popidol Aiman eingeliefert? Jetzt habe ich es verstanden. Moment, ich muss mich erst auslachen. Wie geil. Das ist ja unglaublich. Moment. So was Bescheuertes. Oh Gott, jetzt laufen mir auch noch die Tränen. Mein Make-up verwischt. Nein. Entschuldigung. Ah, herzhaft gelacht.
Okay, ich versuche es nochmal. Das Fluchtfahrzeug entdecken Charlie und Rippen. Ha! Ja, Rotköpfchen. Scheiße. Moment, ich habe was im Mund. Was auch immer es war, ich habe es runtergeschluckt. Geliebte Schwestern wird Ihnen präsentiert. Schade, nochmal. So, SD-Abmoderation, 31.12. Schnips. Genius verwöhnt Sie heute wieder mit bezaubernden Schüsseln. Mit bezaubernden Schüsseln. Gibt's auch. Okay. Die erste Spur, die zu zwei vorbestraften Schutzgelderpressern führt. Das sind böse Wörter. Das ist gemein. Das war der Seriensamf-Sinnese. Mhm. Hallo, Onkel Dog. Spannend. Der Amateurboxer Buddy wird von seiner wütenden Freundin abgelenkt und von seinem Sparring-Partner. Yeah. Okay. Stopp, ich höre Stimmen. Ja, ne? Wo sind die denn? Hört ihr die auch? Guten Morgen und herzlich willkommen bei Anixa HD Serie an diesem. Was haben wir? Scheiße. An diesem. Keine Ahnung. Was ist denn los mit diesem Text? So, was kommt jetzt? Ja! Ich habe mir gerade voll auf die Zunge gebissen. Jetzt. Und beschließen sich künftig aus dem Weg zu gehen. Jetzt habe ich mich gebissen. Aua! Voll auf die Zunge gebissen. Nochmal. Und unglaublich tolle Shopping. Oh nein, okay.